ich euch mal den Challenger 1 zeigen. Den habe ich noch nie präsentiert und dementsprechend wird es jetzt mal Zeit, dass ich hier den auspacke. Es handelt sich hier um einen Tier 7 Kampfpanzer natürlich mit ordentlich Hitpoints, aber das sehen wir gleich und wir schauen mal auf die Geschichte. Dieser in Großbritannien entwickelte Kampfpanzer diente als Nachfolger der Chieftain-Fahrzeuglinie. Die Entwicklung des Challenger 1 begann in den späten 1970er Jahren mit der Prämisse, die offensiven und defensiven Eigenschaften des Chieftain MK5 zu verbessern. Das ursprünglich Cheviot genannte Fahrzeug wurde im Verlauf der Entwicklungsphase der Name eines Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg verliehen. Insgesamt wurden davon 420 Stück produziert und hauptsächlich im westasiatischen Raum eingesetzt. Eine nennenswerte Leistung des Challenger ist seine Fähigkeit gewesen, 3 Meilen entfernt stationierte feindliche Panzer zu zerstören. Ja, das ist doch ganz ordentlich. Das heißt, von der Basis her klingt es gut für uns. Wir haben auch einen Schaden mit 438, der sich sehen lassen kann, und 423 Durchschlag, der noch besser ist. Der anhaltende Schaden 3000 mit einer Nachladezeit von 8,5 ist okay. Dafür haben wir schön viele Hitpoints, 2495 und auch eine tolle Wanne mit 420. Also nicht so einfach, den dann zu durchschlagen. Dafür die Mobilität etwas reduziert, aber man kann natürlich nicht alles haben. Alles in allem ein Panzer, der genau meinem Gusto entsprechen müsste. Also lasst uns loslegen. Wir starten mit dem Challenge 1. Let's go! So, da sind wir jetzt also auch mit unserem Challenger 1 auf der einsamen Insel sind wir angekommen. Und ja, das Ding ist einfach ein Brummer. Da kann man sagen, was man will. Wir sind hier 8er, 7er Gefecht, wobei der Gegner noch einmal einen 8er mehr hat als wir. Also von dem her hoffentlich, dass wir dafür den besseren Skill im Team haben und dementsprechend das damit dann kompensieren. Ich selber werde es schon mal wahrscheinlich nicht sein, aber ich tue mein Bestes, das wisst ihr ja. So, drehen, ja. So, erstmal mache ich hier die ganze Prärie weg. Ach Junge. Ich mache mich da schon extra nicht so breit mit meinem fetten Gerät. Und dann fährt er mir so vor die Linse. Aber nur gut. Willst du nicht nochmal vorfahren? Du da. Komm schon, du da. MBT 70. Nee, kommt nicht. Schade, schade. Den hätte ich ja direkt gerne gleich vermöbelt. Gibt's doch gefühlt alles gerade nicht. Ich bin noch nicht so. Die Arti hat mich so abgelenkt, deswegen bin ich noch nicht so. Normalerweise stehe ich da ganz gern, wo die beiden jetzt stehen, aber das kann ich jetzt natürlich vergessen. Dementsprechend bleibe ich mal hier so da. Michse wollen schießen. Nein. Zum Mäusemelken. Identifizieren. Na also, vielen Dank, dass du da so davor gefahren bist, LAV. Das habe ich jetzt sehr gerne angenommen. Ja, das kleine Wiesel. Naja, dann halt der T-80. Auch der kann gern eine bekommen. Ich bin ja da jetzt nicht so wählerisch. Muss man ja mal sagen, wie es ist. Ziel identifizieren. So, und dann laden wir mal auf HE. Was kommt denn von da vorne? Ah, der ist viel zu weit weg, als dass mich der interessieren würde. Ziel identifizieren. Jetzt fahrt er weg. Ladeschütze, Treibspiegel. So, ich glaube, wir können nachdrücken.
So, der ist weg. Und jetzt drücken wir mal ein bisschen den Gegner da ins Heck. Ne, der ist hinterhalb. Und da fahre ich jetzt nach, aber ihr seht, auch hier mal wieder das typische AW-Ergebnis, sehr eindeutig zum jetzigen Zeitpunkt. Aber als ob sie es ahnen in dem Augenblick, fahren sie da nochmal weg. Feindliche LKW markiert. So. Jo. Da unten sind noch ein paar schöne volle Panzer. Aber leider bin ich nicht der Schnellste. Daher keine Ahnung, ob ich da noch was abbekomme davon. Auf jeden Fall probieren wir es. Ist ja logisch. Deswegen auch so querfeldein als möglich fahren. Gerade der Leo, der hat ja noch wirklich viele Hitpoints. Ne, auf den gehe ich erst gar nicht. Oder orientiere mich darauf, sondern ich will hier gleich auf den da. Ich bin erspäht. Ist ja auch spannend. Von wem oder was. So, mein Freund. Hier bin ich. Und weg. Ja, gerade noch so den Killshot drauf gemacht. Und dementsprechend die Runde einigermaßen gut zu Ende gebracht mit 2 Kills. Ihr seht, ich selber bin sehr glimpflich aus der Sache rausgegangen, aber wieder mal 10-0. Spannung kommt bei diesen Ergebnissen einfach nicht auf. Es ist natürlich schön, wenn man gewinnt, schlecht, wenn man verliert. Also ich hoffe, dass da irgendwann mal das so ist, dass man wirklich knappere Runden sieht. Es wäre wünschenswert für das Spiel. Wir sehen, wir haben gemacht 2307 Schaden, 5 erspäht, 3 Assists und sind damit mit 2050 XP auf dem 5. Platz gelandet. Und hier die Details, 125.000 gab es raus und hier nochmal das Endtableau. Ja, ganze Zeit 5 Minuten 19 gedauert, von dem her schöner Panzer, kann ich wirklich empfehlen. Für jemand, der die schweren Jungs bevorzugt, auf jeden Fall einen Blick wert. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, Kommentar immer gern genommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.